Hallo ihr Lieben, ich hatte heute via Twitter gefragt, ob ihr so einen stinklangweiligen Drogerie-Haul sehen möchtet, wie Reni den gestern hochgeladen hat. Und es haben sehr, sehr viele Ja gebrüllt und dann wollte ich das mal machen. Vorneweg oder auch nicht vorneweg, ich suche gerade etwas. Ich habe das eben schon mal alles auseinandergenommen, weil die Tüten immer so sehr rascheln. Und ich habe die eine Tüte jetzt schon mal ausgepackt. Vorneweg wollte ich sagen, zum Outfit, ich hatte vorhin noch so einen schönen Ringelschal an, den ihr schon kennt. Und ich war inspiriert von Harald. Alle mal Harald sagen. Hallo Harald. Das ist mein neuer Ring. Der heißt Harald. Und ich war inspiriert von seinen roten Steinen, wie man an den Lippen und an den Fingernägeln sieht. Also habe ich noch schnell ein Outfit Face of the Day gedreht, was aber dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen online kommt, bevor ihr alle fragt. Aber ihr findet alles in der Infobox. Harald ist von meiner Freundin der Perlerei liebevoll und ich liebe ihn. Ich durfte ihn mir aussuchen. Also ich habe ihn geschenkt bekommen und ich finde ihn wirklich ganz, ganz toll. Ich war Sarah ja in Köln besuchen, falls ihr euch an mein Outfit of the Day aus Köln erinnert und da habe ich ihn mir aus ihrem Zimmer weggemobst. Sie wollte ihn eigentlich verkaufen, aber jetzt ist er mir. Ich freue mich so doll. Ja, so viel dazu, dass es noch ein Outfit Face of the Day geben wird. Ich wollte anfangen mit der Müller-Kuscheltüte fangen wir an. Das ist wirklich gar nichts Besonderes. Einmal Dulgon Handhygiene Aloe Vera. Antibakterielles Handgel. Ich nehme das immer gerne mal mit zur Uni oder nehme das auch mal gerne, wenn ich mir Foundation ins Gesicht mache, weil ich das in der letzten Zeit mit der Hand mache. Und ja, wenn ich viele Pickel im Gesicht habe, reinige ich mir gerne mal die Hände damit vorher. Wahrscheinlich völlig überflüssig und total abwertend. Ich weiß, dass viele jetzt einfach sagen, boah, früher hat man auch im Schlamm gespielt und Matschkuchen gegessen und so. Ja, aber ich brauche das manchmal für meine Psyche einfach, damit ich mir trotzdem mit den Händen im Gesicht rumkleistern kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist noch jemand so bekloppt wie ich. Auf jeden Fall kostet um die 1,25. Dann habe ich mir gekauft die Essence Nail Art Stampy Design Schablone mit diesen Tiermustern. Einmal mit so Leo und Giraffe und Zebra und Tiger und in der Mitte diese Pfötchen. Da möchte ich ein paar Designs mit verschiedenen Farben ausprobieren und ich stehe ja sowieso im Moment total auf Tiermuster, auf Leo ja schon immer. Auf jeden Fall, die durfte mit, die habe ich endlich entdeckt. Die haben auch noch andere neue Nail Art Stampy Sachen. Also wenn ihr da sowieso Spaß dran habt, schaut einfach mal vorbei. Bei Müller habe ich dann noch gekauft. Jetzt wird es widerlich, wirklich abartig. Nein, die Essence Show Your Feet Food Smoothing Disc, die liegt irgendwie bei den Fußsachen. Und meine Mutter schwört auf die. Und jetzt im Sommer, wenn man wieder die offenen Schuhe auspackt, sollte man doch auch so ein bisschen auf seine Füße achten. Und ja, da muss man halt die Hornhaut auch entfernen. Ja, widerlich, keine Sorge, ich werde niemals ein Tutorial dazu drehen. Niemals, ich schwöre, schwöre, ja, schwöre. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Sie ist immerhin pink und pink ist ja schon wieder cool. Kostet auch um die 2 Euro. Ja, so. Jetzt kommen wir zu der wahrscheinlich spannenderen Tüte. Das ist Rossmann. Die ist auch etwas vollgepackter. Bei Rossmann habe ich den Haarreif gekauft. Den habe ich aber gleich dann schon aus der Tüte rausgekrapscht und draufgesetzt, weil der so schön zum Outfit gepasst hat. Besonders dann zu dem Ringelschal. Aber das seht ihr später nochmal im Outfit of the Day Video. Der hat gekostet 1,99, ist von der Firma Elisa, also 1,99 hat der gekostet. Ich habe noch was unterschlagen. Bei Müller habe ich noch das Nivea Double Effect Deo 24 Stunden gekauft. Ja, ob das jetzt wirklich 24 Stunden hält, keine Ahnung. Ich bin so jemand, der immer gerne Deo, ja, so eine Deo-Wolke sprüht. Ich weiß, die arme Ozonschicht und so. Meine Mutter sagt immer, ah, heute mal wieder schnell gewaschen, Deo benutzt. Ja. Auf jeden Fall habe ich das noch gekauft, was mich super irritiert hat. Daneben stand eine Flasche, da stand 48-Stunden-Effekt drauf. 48 Stunden Nada-Dusche, kein Deo oder so, also für die Wildnis beim Zelten als Pfadfinder okay, aber ich hatte mir echt überlegt, es zu kaufen und zu testen, aber gut, seid froh, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt. Also dieses Video wäre wahrscheinlich nicht schön geworden, deswegen habe ich dann dieses genommen.
Mit dem bin ich immer zufrieden. Jetzt kommen wir zur Rossmann-Tüte, die ist viel, viel cooler. Wie gesagt, da war der HF drin. Dann habe ich gekauft das Swiss Au Pair Frotté Trockenshampoo für zwischendurch in Fresh, die blaue Variante. Das hat gekostet 2,95, weil das von Balea von mir ist langsam leer und ich wollte das mal zum Vergleich ausprobieren. Dann habe ich gesehen von der coolen Marke, die auch die Schmusekatze macht, mir ist es gerade entfallen, ihr werdet es sicherlich wissen, die haben auch eins, aber Alter, um die 5 Euro, da habe ich mir gedacht, nee, da wartest du mal, bis es wieder bei Rossmann im Angebot sind, die Sachen sind ja total oft im Angebot, dann hole ich das mal und teste das auch aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt das mitgenommen, ich kann schon mal sagen, die Verpackung ist nicht cool, die ist nicht so cool wie das von Balea, aber es soll ja seinen Zweck erfüllen und das Devege, schauen wir mal. So, in der Tüte ist noch drin, noch eine ganze Menge, nein, die Altera Naturkosmetik feuchte Reinigungstücher, 25 Stück sollen da drin sein, meine ich. Die habe ich mir gekauft, weil ich gestern das Video von der lieben Läusebill geguckt habe und sie hat die auch gekauft und empfohlen und jetzt wollte ich die mal ausprobieren. Also ja, totales Konsumopfer von Haul-Videos. Ich muss das jetzt auch austesten. Die haben gekostet 1,95, also noch im Rahmen, das geht total. So, und jetzt ist die Tüte gleich leer. Ich habe noch gekauft den Rival de Loop Care schützender Unterlack. Mein alter ist leer und der hieß ja vorher regenerierender Unterlack. Jetzt heißt der schützender Unterlack, ist auf jeden Fall bestimmt, hoffe ich, genauso gut. Der kostet 1,99. Auf jeden Fall, weil ich mir so oft die Hände lackiere, totaler Nutzeinkauf. Ihr seht, ich habe eigentlich nur Zeug gekauft, was wirklich sinnvoll ist, außer dem Haarreif wahrscheinlich. Und jetzt kommt es. Ah, die Tüte hing an Harald fest. Aua, ist dir was passiert? Auf jeden Fall. Dinosauriernudeln aus der Bio-Abteilung. Jetzt 250 Gramm sind da drin. Wollt ihr auch noch wissen, wie viel die gekostet haben? 99 Cent. Diese Dinosauriernudeln kosten 99 Cent und ich liebe sie. Ich kaufe die ab und zu, nicht immer, aber ich finde, wenn man manchmal was Schönes ist, was einem Freude bereitet, wie diese Gespenstersuppen oder so, wisst ihr Bescheid, ne? Dinosauriernudeln ist das Coolste, was man überhaupt essen kann, ja. Ich musste sie einfach diesmal wieder mitnehmen. Jetzt merke ich nur gerade, dass ich, glaube ich, die Gummis vergessen habe, also oder habe ich die bezahlt und nicht eingesteckt? Ich hatte solche, also nicht Gummis in dem Sinne, was ihr jetzt denkt, sondern Wimpernzangengummis. Hallo? Ja, aber ihr wisst, geschützter Geschlechtsverkehr und so ist immer gut. Also ja, kauft auf jeden Fall Gummis, wenn ihr welche braucht. Ich meinte jetzt aber die von der Wimpernzange. Nee, ich habe sie auch tatsächlich nicht bezahlt, aber ich habe sie in den Händen gehabt. Wo sind die denn abgeblieben? Wahrscheinlich irgendwo da im Regal. Naja, gut. Also ihr seht, kein wirklich spannender Haul, nur brauchbare Sachen, bis auf den Haarreif, aber der war so süß und ich musste ihn mitnehmen und er hat so gut zu meinem Outfit gepasst. Naja gut, man kann sich auch mal ein bisschen selber beweihräuchern, falls ihr euch fragt, für was man Trockenshampoo braucht. Das ist, wenn ihr dann quasi, das habt ihr immer in der Handtasche und wenn euch dann plötzlich euer Traummann entgegenspringt, sprüht ihr euch einmal ein, kämmt euch kurz aus und dann kommt ihr wieder hinter dem Regal hervor und sagt, hallo, hier bin ich, willst du meine Telefonnummer haben? Nein, also es ist eigentlich dafür da, dass ja, wenn man mal schnell weg muss und sich nicht so schön fühlt mit den Haaren, dass man das mal drüber macht und auskämmt. Aber generell empfehle ich immer duschen und Haare waschen, wenn man sich wirklich ganz unwohl fühlt. Aber ihr kennt das ja, dann muss man doch nochmal schnell raus oder es kündigt sich ganz schnell jemand an, der innerhalb von 10 Minuten vorbeikommt oder was weiß ich. Ihr kennt solche Horrorszenarien auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich spannend für euch war. Das war für mich auf jeden Fall so mein Samstagseinkauf. Es hatte noch jemand vorgeschlagen, dass ich die Supermarkttüten auch mit auspacke, aber nee. Ich war noch bei Expert und habe das iPad nochmal angeklupscht, aber sonst habe ich heute nichts Spannendes gemacht. Ich werde jetzt auf DSDS warten. Ich freue mich heute Abend, falls ihr mir auf Twitter folgt und danach werde ich wahrscheinlich Guppies bleiben, nicht zum Frühstück ansehen auf DVD. Ja, DVD bekommen. Ich war da schon im Kino und ganz toller Film. Vielleicht mache ich euch ein Video zu, wenn das gewünscht ist. Mal schauen. Also den werde ich mir danach noch reinziehen und dann schauen wir mal, dann ist ja schon wieder Sonntag. So, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Ciao.